Hallo Freunde und herzlich willkommen. So, wir müssen mal kurz diese Anstellung akzeptieren. Denn wir haben gerade Leute gefunden, die sich wohl anschließen wollen. Das sind wahrscheinlich die hier. Die zwei Truppen, die hier rumlaufen. Die uns gebeten haben, ob sie bei uns eintreten dürfen. Das ist jetzt natürlich ein sehr spannender Zeitpunkt. Wir sind gerade an dem Gebäude hier am Durchsuchen. Warum sind wir das nochmal? Weil wir gleich die Plattenrüstung finden hätten können oder sollten können. Ich muss selber gerade wieder auf den Stand kommen, wo wir waren. Es wäre erst, ist es noch Mitternacht. Ah, wir haben Vollmond. Das war der Vorteil, genau. Wo hat das andere Auto hingeschickt? Ah, nicht, hier ist noch eine Truppe. Ah, genau. Die andere Truppe sollte nach Waffen suchen. Das war's. Search done. Eine Schrotflinte war da nur drin, oder wie? War das bis jetzt alles? Eine AK, das ist schon mal positiv, würde ich sagen. Bisschen Munition, aber ich hätte gerne mehr Waffen. Search done. Also ich hätte echt gerne mehr Waffen gehabt. Also ich glaube, sind ein Großteil der Truppen schon bei uns. We are out of resources. Wir haben kein Holz mehr angeblich. Dann lass uns doch einfach mal Holz sammeln hier vor der Tür. Ich habe hier drin ja auch eine Holztruppe schon, aber hier habe ich auch noch genug Leute, die sich um Holz kümmern können. Schön, jetzt haben wir hier zwei mit Plattenrüstung. Zwei mit Plattenrüstung schon, das sieht schon mal gut aus. Building work done. So, warte mal. Euch schicken wir jetzt. Let's do it. Die ganzen Gebäude. Vorteil ist natürlich, wenn die jetzt schon Plattenrüstungen haben, dann ist das eine relativ starke Truppe in Zukunft. Ready for action. Munition habt ihr? Roger. Und durchsucht noch gleich die Gebäude. Vielleicht findet ihr da was. Wir bauen aktuell die Mauern wieder auf. Ich hoffe, dass wir relativ bald das Ganze hier nach vorne kriegen. Wir haben noch 5 Pistolen auf Lager und 2 AKs. Was natürlich vorteilhaft ist, wenn wir die Gruppe ein bisschen austauschen. Tötet die Plünderer. Schauen wir mal, was es noch so auf Lager gibt. Aber wir tun ja den Komplex gerade komplett einschnürren. Let's do it. Going there. Töte die Plünderer ist jetzt eine Herausforderung für uns, okay? No more to find. Receiving. Bitte zurück, weil ich habe Bildung und alles. We're on the move. Ich würde euch bitten, hier wieder reinzukommen. Raiders are coming. Get ready. Building complete. Building work done. Das Fahrzeug scheint auch schon relativ voll zu sein. Halt leider nicht mit den Waffen, die ich gehofft hätte. Hätte ich mir eher mehr erhofft. No more to
find. Let's do it. On my way. Perfekt, genau, ihr sollt auch zurückkommen. Operator. Building work done. There's no space to store. Na, jetzt fehlt der Platz, ne? Let's do it. Kann ich kurz mit dir, den zwei Leuten... die Waffen geben. Receiving. We're on the move. Going there. Zu uns ist ausladen. Toil is over. Get some rest. No, bitte. We're on the move. All squads, return to base. We're out of storage space. Ja, das habe ich schon bemerkt. Wir sind relativ voll mittlerweile. Lassen wir die Nacht mal durchlaufen. Ja, ich weiß, das Lager voll ist. Wir müssen. There's no space to store. I know, es ist Nacht. Was wollt ihr von mir? Wie viel kostet ein Metallturm? 15. 1, 2, There's nowhere 3. To store resources. Ich brauche halt viele Türme jetzt, ne? Das Ganze abzudecken. Vielleicht sollte ich hier ein Tor No free space in warehouse. Morning everybody. Time to earn your living. We finished construction. We're running out of stock. No free space in warehouse. Das Auto ist voll. Operator, we're on the move. Können wir sagen, wir tauschen mit euch? We finished construction. AK gegen Pistole. So. Oder wir geben einen hier eine Schrotflinte vielleicht sogar noch. Dann ist das unser Einsatzteam auf sofort. Construction ready. Obwohl, das Akte gibt es halt nichts zum Einsetzen, weil unsere Lager sind voll. Was ja eigentlich eine gute Sache ist, aber es ist halt massiv unangenehm, gerade weil uns die Sachen so sehr ausgehen. Wie Schwarm, es ist Tag. We're out of storage space. Resources. Uns fehlt ein gutes Lager. Das ist ganz und gar nicht gut. Und angeblich kommt hier ein Schwarm, aber ich sehe noch keinen. We're out of storage space. Ich weiß. Longer. Das ist echt eine Horde.
Natürlich setzt sie sich an die gerade frisch gebauten Türme. Waiting orders, going there. On my way. Der Turm ist noch nicht fertig, lass den Turm doch in Ruhe. The building is no more. Könnt ihr hier schießen? Gut. Let's do it. Ja, sie haben aber zum Glück nur zwei kleine Stellen durch. Leute, ihr habt Nachtdienst. Waiting orders. On my way. Receiving. We're on the move. Das war ein nahezu fertiger Turm. Schöne Scheiße. Zwei, drei, sechs, 12 Pistolen bräuchte ich für die ganze Verteidigung. 12 motherfucking Pistolen. Hier unten könnte ich noch eine Chance haben. Hier und hier. Ah, es ist schwer zu sagen. Problem mit einem vollen Lager lohnt sich doch nicht loszufahren, weil hier sind zum Beispiel 2 Pistolen drin. Bedeutet für einen Turm mehr, den wir besetzen können. To all survivors, this is an infection-free zone. We provide food and shelter, safety and security. We're out of storage space. Join us. Ah, schon. How many of you viele? 10, um genau zu sein, ne? Please, come to us. We'll take you in. Where are you? You have to come on your own. Bei 10 Leuten machen wir keine Sorgen. Building work done. Ich will aber, dass die Türme so schnell wie möglich gebaut werden. Reduziere ich mal die Leute, die sich an den keine Sorge, darum kümmern wir uns gerade. No free space in warehouse. Ja, deswegen brauchen wir auch das neue Gebiet, Leute. We finished construction. Wenn die neuen Gebiete fertig werden. Building work done. Oh shit, das Gebäude ist abgerissen. Abreißen. Aber wenn das alles durch ist. Dann stehen wir schon mal besser da mit dem Außenbezirk. Wir können hier auch vielleicht gleich mal ein Lager bauen. Construction ready. Stop working. We need more resources. Oh, nicht schon wieder eine Nacht. Komm schon. There's no space to store. Chemie. Ich würde vielleicht auf Waffenproduktion gehen.
Ne, dafür brauchen wir 10, okay. Fortgeschrittene Holzarbeiten, schaltet Anpassung von Bäumen frei. Das könnte interessant sein. Konservierung Gewächshäuser ermöglicht die Bau von Gewächshäusern, in denen landwirtschaftliche Erzeugnisse angebaut werden können. Ah, ja. Medizinische Versorgung steht auf jeden Fall danach auch auf dem Plan. Lass mal die Nacht durchlaufen, hoffen, dass keine Zombies in der Nacht kommen. We're out of storage space. Dann machen wir nicht hier draußen Wohnungen. Was darf ich noch nicht wohnen? Ah, das ist die fortgeschrittene Holzarbeit. Das will ich jetzt erforschen. Aber warte mal. There's nowhere to store resources. Ah, ich kann Ihnen jetzt leider nicht sagen, arbeitet die Nacht durch, weil es bringt Sie jetzt auch gerade nichts, dass ich mit den zwei Gruppen losfahre. Obwohl, vielleicht schon. Wir könnten einen Nachtüberfall machen. Fahr du hier hin. Ready for action. Going there. Die zwei vollgeladenen Fahrzeuge fahren jetzt mal los und werden den Kampf anführen. Sollten wir dann alles fertig machen können. Da wandert wieder eine Gruppe rum. Wir haben jetzt mittlerweile fast 100 Leute. Das muss man sich auch geben. Wir brauchen eine Küche, eine größere, glaube ich. Reporting. Let's do it. Ready for action. No free space in warehouse. Let's do it. Receive it. Roger. They're coming! Waiting orders. On my way. Ready for action. Ready for action. We're on the move. Okay. Back to headquarters. Sehr wichtig, wir haben die Gefahr ausgeschaltet. So wie es ausschaut. Das war die Gefahr von dem Gebiet aus. There's nowhere to store resources. I know, das löst sich hoffentlich morgen. Wie viel Holz haben wir auf Lager? Ja, auf jeden Fall löst sich das morgen. Mit dem neuen Lager und den neuen Türmen sollten wir dann relativ gut dabei sein. Dann können wir nicht hier auch Felder hinsetzen und eine große Küche bauen vielleicht. Und mit den jetzt noch angezogenen Waffen, die wir haben. Operator. Wir haben allein nochmal 4 AKs. Die Gruppe rüsten wir mit AKs aus und dann hat sich das erledigt. Jetzt müsste langsam der Tag beginnen. Mensch, der Turm ist auch schon fertig, aber hat keine Pistolen aus irgendeinem Grund. Holen die sich die jetzt? Ich hoffe doch, ja. Okay, warte mal. Go. Warum lauft ihr denn da hin? Going there. Ready for action. Attack. Reporting. We'll get them. We need backup.
ich hab was. Fertig, Leute. Warum läuft der jetzt zurück? Das war nicht mehr seine Aufgabe. So, jetzt haben wir einen Lagerplatz. Wir haben unser Lager gerade gleich verdoppelt fast. Von der Kapazität her. Receiving. Let's do it. Receiving. Going there. Operator, we're on the move. Let's do it. Gegen 1, 2, 3 AKs. Lager. Dann würde ich gerne raus in den Wächs. Diese kampftüchtigen Gebäude. Building work done. Wir sind gerade ernsthaft Metallschanze, ne? Zwei Türme fertig. Du bist nicht fertig. Du bist auch fertig. Du bist auch fertig. Construction ready. Super. Ich glaube, das ist irgendwie für uns viel blendet. Bist du mal, ne? Operator, reporting. Du hast noch. Hier den Tausch zu machen. Dann haben wir nicht für die zwei Türme noch Waffen. Gut. Wissen, was hier abgeht, was wir wo kriegen können. Kommt jetzt eine Horde. Und aus irgendeinem Grund sagt er, ich muss noch das Haus hier machen. Aber ich, Leute, ich würde sagen, das machen wir beim nächsten Mal weiter. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.